Ignoranti quem portum petat nullus suus ventus est. Wenn man nicht weiß, welchen Hafen man ansteuert, ist kein Wind günstig. Wusste schon der alte Seneca. Ich freue mich besonders, meinen kleinen Beitrag heute so schön altväterlich beginnen zu können. Und ich weiß, dass Sie mir dankbar sind, dass ich die Übersetzung gleich mitgeliefert habe. Ich wäre es auf jeden Fall. Denn wie so oft stehen Inhalt und Form in steten Widerspruch zueinander. Eine bekanntlich tote Sprache gibt uns einen Schlüssel für die zentrale Fragestellung bei der Digitalisierung. Ich meine, dass wir Gedächtnisorganisationen, aber in vielen Spezifikationen, besonders Museen, uns eine ganze Reihe von grundsätzlichen Fragen stellen müssen, die unser Selbstverständnis, unsere Arbeitsweisen und unsere Relevanz betreffen. Diese müssen wir beantworten, um sinnvolle Entscheidungen auf dem weiteren Weg der Digitalisierung zu treffen. Wir digitalisieren jetzt seit mehr als 20 Jahren unsere Bestände, mal aufwendiger, mit einer hohen Datendichte, mal weniger aufwendig, zur reinen internen Dokumentation, damit man weiß, was man hat. Nach wie vor ist bei Weitem nicht alles digital zugänglich oder liegt in digitalisierter Form vor. Wir können uns noch wunderbar mindestens eine weitere Generation mit diesen Herausforderungen beschäftigen. Andererseits ist bereits viel digitalisiert und auch online öffentlich zugänglich, dass wir uns in einem weiteren Schritt der Frage widmen können und müssen, was bedeutet dies nun alles für uns? Auch auf dieser Konferenz ist der große Vorteil für die Forschung bereits mehrfach beschrieben worden. Es sind auch schon mehrfach herausragende Anwendungsbeispiele erläutert worden, die spannend, lehrreich und schön zugleich sind. Um es gleich vorwegzunehmen, ich glaube, dass es nach wie vor wichtig ist, solche Projekte auch weiterhin zu initiieren, zu verwirklichen und zu finanzieren, wobei das eine oder andere schon schwachsinnig teuer war im Verhältnis zur Nutzerzahl und zur technischen Nachhaltigkeit. Spannend und von größter Wichtigkeit sind die Fragestellungen im Zusammenhang mit der Verschlagwortung und Vereinheitlichung von Metadaten in einem internationalen Kontext. Aber es zeigt sich, dass die bloße Digitalisierung von Sammlungsobjekten, sei es in Museen, Archiven oder Bibliotheken, bei letzteren vielleicht noch am wenigsten, recht langweilig ist. Wir befriedigen damit nicht einmal bildungsbürgerliches Interesse an unseren Themen, geschweige denn generieren wir neues Interesse. Woran liegt das? Und da will ich ein Beispiel unmittelbar aus der Arbeit der Historischen Museen Hamburg liefern. Wir haben im Jahr 2015 auf einer Haushaltsauflösungsauktion in Lübeck ein lange verschollenes Objekt der Hamburger Geschichte ersteigert, den sogenannten Hamburger Lukas-Pokal. Der Hamburger Lukas-Pokal ist von dem Brettchen hier ungefähr so hoch, ein historistischer Silberpokal, reich geschmückt mit Elfenbeinarbeiten und Edelsteinen und ist 1857 vom Hamburger Künstlerverein, der dieses Jahr 225-jähriges Jubiläum feiert, zu einem Jubiläum gestiftet worden. Und die Künstler haben das entwickelt. Sie haben ihn nach dem heiligen Lukas benannt, dem Schutzpatron der Künstler, und haben die Form eines mittelalterlichen Willkommenpokals gewählt. Das passt in die Zeit des Historismus. Und ich muss gestehen, ich hatte, als es um dieses Objekt ging und wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass das sozusagen in die Auktion kommen wird, und es war
klar, es wird eine recht teure Angelegenheit werden, das zu ersteigern. Ich wusste überhaupt nicht, was ein Willkommen-Pokal ist. Vielleicht wissen das einige Kunstgeschichtler, wie gesagt, ich bin Jurist, ich wusste nicht, was ein Willkommen-Pokal ist. Und was macht man? Man googelt. Und ich habe den Willkommen-Pokal gegoogelt und bin natürlich bei Wikipedia gelandet. Und bei Wikipedia findet man einen sehr schönen, ausführlichen Lexikonartikel über den Willkommen-Pokal mit vielen Bildern. Insbesondere den Innsbrucker Willkommen-Pokal und dem Naumburger Willkommen-Pokal, wenn ich mich recht erinnere. Und ich habe mich gefragt, warum finde ich das eigentlich so schnell bei Wikipedia und warum habe ich vom Willkommen-Pokal noch nie was gehört, wobei das doch so viele Informationen sind, die bei Wikipedia stehen, und habe, weil es mich interessiert hat, im Brockhaus von 1900 nachgeschaut. Und im Brockhaus von 1900 sind ungefähr 2,5 Bilderseiten und ein langer Lexikonartikel zu den kulturhistorischen Objekten des Willkommen-Pokals. Und unter anderem sind der Bamberger und der Naumburger abgebildet. Und dann habe ich im Brockhaus von 1989 nachgeschlagen und dort ist es ein schmaler Artikel, ungefähr 15 Zeilen, einspaltig zu dem kulturhistorisch bedeutsamen Objekt des Willkommen-Pokals. Und da merken wir, dass sich in diesen 90 Jahren enorm viel getan hat. Dass nämlich diejenigen, die ein solches Lexikon zusammengetragen haben, ist den Begriff Willkommen-Pokal, diese Objektgattung, nicht mehr für so relevant halten, dass man dafür 2,5 Doppelseiten oder sogar Bilder bringen könnte. Und wir aber gut 20 Jahre später eine ganz reichhaltige Zugänglichkeit und sogar noch genauer und differenzierter haben zu dem Willkommen-Pokal über solche Phänomene wie Wikipedia. Das bedeutet aber, dass in der bildungsbürgerlichen Schicht, wenn wir sie so mal nennen wollen, der Willkommen-Pokal, um bei dem Beispiel zu bleiben, überhaupt keine Rolle mehr spielt. Bei den Museumsbesuchern des frühen 20. Jahrhunderts wir aber davon ausgehen können, dass sie noch wussten, was ein Willkommen-Pokal ist. Willkommen-Pokal hat man verwendet, hat man rein Wein eingeschenkt und hat das auch einmal rumgehen lassen wie beim Abendmahl als Begrüßungstrunk. Dafür dienten die. Und gab es eben sehr repräsentativ, gab es aber auch sehr harmlos. Und dieses Phänomen können wir bei allen inhaltlichen Aktivitäten, die wir so an den Tag legen, feststellen. Die Rezeptionsgewohnheiten bzw. die Vorbildung hat sich so fundamental geändert, wir aber gleichzeitig in dem weitesten Sinne in der Vermittlungstätigkeit noch in Konzepten des 19. Jahrhunderts und auch in bildungsbürgerlichen Konzepten des 19. Jahrhunderts verhaftet sind. Das, was wir wählen als Form, für die Faktenvermittlung das Buch, für die ästhetische Zugänglichkeit zu einem Thema die Ausstellung. Das sind sozusagen im musealen Bereich die Hauptmöglichkeiten, die genutzt werden. Und schon jetzt können wir in unserer Besucherrezension sehr gut feststellen, dass nur wenigen Besuchern der eigentliche und, wenn Sie so wollen, der tiefere Sinn unseres kulturellen Handels als Museen, insbesondere der historischen Museen, überhaupt bekannt ist. Das heißt, die Menschen wissen nicht mehr von selbst und damit potenzielle Besuchergruppen, was überhaupt in einem solchen Museum gemacht wird. Noch viel eklatanter ist dieses Fehlen bei den Menschen, die uns nicht besuchen. Museen als kultureller und gesellschaftlicher Bildungsort werden nicht mehr selbstverständlich verstanden, wie noch vor 20, 30 oder 50 Jahren. Wir haben an verschiedenen Stellen untersucht, auf der anderen Seite, woran sich unsere Besucher
nach 2, 4 und 6 Wochen erinnern, im Anschluss an einen Ausstellungsbesuch. Spätestens nach 6 Wochen ist alles materielle Faktenwissen verschwunden, wenn die Besucher es nicht schon vorher wussten oder mit dem Thema in Berührung gekommen sind. Woran sich die Menschen aber erinnern, und zwar bleibend und nachhaltig, ist der ästhetische Gesamteindruck unserer Präsentationen und Ausstellungen, der zur Erschließung des jeweiligen Themas geschaffen wird. Dieser trägt jedoch mehr emotional als intellektuell dazu bei, die jeweiligen Themen für die Besucher auch im Nachhinein relevant zu machen. Ich glaube, und das ist meine zentrale Aussage heute, dass wir genau hier ansetzen müssen, dass jede Institution für sich selbst immer wieder beantworten muss, was ihre Relevanz für die Gesellschaft ist. Das ist zum einen wichtig, um Mitarbeiter auf Kurs zu halten, mehr Mittel einzuwerben oder mehr Besucher und Nutzer zu generieren. Das ist aber vor allem wichtig, um die gesellschaftliche Aufgabe erfolgreich durchführen zu können. Das Kriterium der Relevanz ist und wird immer stärker zur Conditio sine qua non aller Gedächtnisorganisationen im Zeitalter der fortschreitenden Digitalisierung. Die daraus folgenden Fragen kann man allerdings nur institutionsspezifisch beantworten. Es gibt keinen goldenen Weg, der für alle gleichermaßen gilt. In den Historischen Museen Hamburg sind wir der Auffassung, wir beschäftigen uns letztlich mit der zunehmenden Komplexität der Gegenwart und nähern uns ihr durch die Untersuchung und Darstellung der nicht minder komplexen und vielfältigen Ursachen. Die Digitalisierung an sich hilft uns beim Wunsch, mehr Relevanz zu erlangen, kein bisschen. Es zeichnet sich aber ab, dass sie ein überaus mächtiges Werkzeug sein kann, wenn wir es schaffen, unsere Inhalte den entsprechenden Medien gerecht aufzubereiten. Oder anders formuliert, uns auf den jeweiligen Nutzer speziell einzustellen. Es kann nicht nur darum gehen, Metadaten zu Objekten und anderen Artefakten zu sammeln und zugänglich zu machen und sie eventuell thematisch ein bisschen zu gruppieren, damit man sie, wenn man sich für ein Thema interessiert, sie auch tatsächlich findet. Vielmehr müssen wir uns im Vorhinein mit den schier unendlichen Möglichkeiten der jeweiligen Kontextualisierung von Objekten, Abbildungen, Archivmaterialien und so weiter beschäftigen. Wir müssen also unser Wissen nicht nur mit anderen Institutionen, sondern auch in sich vernetzen. Auch nochmal ein Beispiel dazu, auch von den Historischen Museen Hamburg. Und das ist recht simpel. Wenn Sie etwas über einen Hamburger Bürgermeister im 18. Jahrhundert wissen wollen und Sie im Internet surfen und das suchen, dann werden Sie keinen starken Treffer auf einer der Webseiten der Historischen Museen Hamburg haben, sondern Sie werden diesen Bürgermeister wiederum bei Wikipedia finden. Wir müssen es nicht besser machen als Wikipedia, sondern wir müssen eher dafür sorgen, dass unsere Informationen ihren Zugang zu Wikipedia finden, entweder indem wir selbst mitarbeiten oder indem wir unsere Quellen zugänglich machen, dass andere das können. Und das ist, das kann ich Ihnen sagen und die Museumskollegen werden es wissen, das ist wahrhaftig kein einfacher Akt bei den wissenschaftlichen Mitarbeitern von Museen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, dieses Teilen. Und dort findet aber aus meiner Sicht ein Paradigmenwechsel statt. Werfen wir nun einen Blick nicht nur auf unsere Potenziale, sondern auf den Ist-Zustand, so zeichnet sich schnell ab, dass die Kapazitäten hierfür aber überhaupt nicht vorhanden sind. Dass die eingeübten Arbeitsweisen ein wirklich Werden eines solchen Wissenstransfers sogar verhindern.
Das hat mehrere Ursachen. Es ist dem Menschen eigen, sich sachbezogen auf ein Projekt hin zu konzentrieren und nicht so sehr auf 5 oder 6 Projekte und dabei das eine oder andere mitzudenken, einzuordnen und nebenher zu kategorisieren. Das Schönste wäre, das Erdachte und Geprüfte zu sichern und mit anderem Gedachten und Geprüften zu vernetzen. Natürlich geht das nie zu 100% und natürlich macht es zu 100% auch gar keinen Sinn. Deshalb, weil es sich immer um eine gegenwärtige Interpretation handelt, die sich in der Zukunft verändern wird. Aber eine zumindest teilweise Sicherung und Vernetzung lassen eine stärkere multiperspektivische Vermittlung und eine damit auf die unterschiedlichen Zielgruppen hin orientierte Vermittlung zu. Es wäre doch für einen Museumsbesuch etwas besonders Schönes, wenn sich die Texte und Kontextinformationen auf den jeweiligen Besucher individuell einstellen würden. Wenn, um beim Beispiel der historischen Museen zu bleiben, der Kenner der historischen Materie Hamburgs und der Schüler, der sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt hat, gleichermaßen individuell angesprochen werden könnten. Diese Art der Vermittlungstätigkeit freilich ist neu und in den Gedächtnisorganisationen wenig eingeübt. Es wird dies meist den Medien überlassen, diese Funktion zu erfüllen. Aber seien wir ehrlich, so viel passiert im medialen Bereich auch nicht. Im Vordergrund der Berichterstattung stehen Events, Spektakel und massentaugliche Sonderthemen. Um diese Form der Rezeption zu erreichen, dauerhaft und nachhaltig, also für ein breites Publikum permanent attraktiv zu sein, müssen die Inhalte auch außerhalb des Museums sichtbar sein. Und das nicht nur in Form eines doch häufig recht schwächlichen Marketings. Sämtliche medialen Möglichkeiten müssen deswegen genutzt werden. Sämtliche digital zur Verfügung stehenden Kanäle müssen mit musealen Inhalten bespielt werden, um einer Relevanz nahezukommen, wie sie die eben beschriebene vor 50 Jahren hatte und wie sie dort selbstverständlich war. Wir müssen also eigene Ressourcen aufbauen, um das machtvolle Instrument der Digitalisierung zu nutzen. Vollkommen nebensächlich sind dabei meines Erachtens Fragen der Refinanzierung durch Lizenzgebühren für Abbildungen oder irgendwelche Abrechnungsmodelle, die man sich vielleicht ausdenken könnte. Zumeist subventioniert der Staat ohnehin in erheblichem Maß die Nutzung der kulturellen Angebote. Wir brauchen viel mehr Menschen und Mitarbeiter in unseren Organisationen, die es verstehen und sich zu eigen machen, dass Relevanz in den jeweiligen Organisationen nur entstehen kann, wenn das in den Institutionen vorhandene Wissen verknüpft, geteilt mit anderen und allgemein ohne Schranken zugänglich gemacht wird. Unser Hafen ist also diese Art der Relevanz. Die wollen wir haben, da wollen wir hin. Und um im norddeutschen Kontext zu bleiben, die Winde stehen günstig. Vielen Dank.